Hallo zusammen, mein Name ist Forsaken und heute bringe ich euch einen TVZ-Guide, in diesem Fall das momentan aktuelle Helion Banshee Opening. Ich habe in diesem Fall ein Spiel gewählt von Innovation gegen Bjarl in der SSL von vorgestern. Spoiler-Alarm für ca. 5 Sekunden. Innovation hat die Serie 3 zu 2 verloren, aber alle Spiele waren sehr gut, von daher kann ich wirklich jedem empfehlen, sie sich anzugucken. Und diesen Build hat er in zwei von diesen Spielen gespielt. Sprich, ihr habt dann auch zwei UDs, die ihr euch angucken könnt. Bjarl geht in diesem Spiel auf Two Base Mutas, was auch ziemlicher Standard ist eigentlich in der Ladder momentan, weil es eine sehr gute Pressure-Option bietet, wenn man relativ späte Barracks addet, wie bei diesem Build eben üblich. Aber wenn die Defense hinten stimmt, dann ist damit eigentlich auch nicht wirklich viel Schaden zu machen. Und die Turrets sind auch nicht wirklich dead weight, weil sie natürlich im Late Game und im Mid Game sehr stark gebraucht werden, damit man auch mal auf die Map gehen kann, ohne von Mutalisten hinten angefallen zu werden. Dieser Build hier hat verschiedene Variationen von Innovation. Zum einen ist halt die Möglichkeit, erstmal mehrere Reaper zu bauen. Der Standard ist eigentlich im Moment ein Reaper. Wenn man wirklich sicher spielen will, sollte man dann 14 SCV scouten, gerade auf Maps, bei denen die Natural außerhalb der Mainbase liegt und eben nicht mit der Rampe der Mainbase mitgeschützt ist. Und wir sehen hier 12er Rex, 12er Gas, alles ganz normaler Standard für einen Reaper. Denn wenn man SCV scoutet, sieht man, ob es Hedge First ist oder nicht. Bjarl macht hier zum Beispiel Hedge First. Und wenn man Pool First sieht mit dem SCV, man bräuchte nur das Timing der Hedge sehen, ja, dann weiß man schon Bescheid, ob das eine Hedge First ist oder nicht. Und wenn man Pool First sieht, bleibt der eine Reaper natürlich zu Hause, weil man ansonsten das CC wahrscheinlich canceln muss. Dementsprechend auch die Variation mit ein oder zwei Supply Depots. Eben alles eine Frage, ob man mehr als einen Reaper braucht, dann braucht man natürlich auch mehr als ein Supply Depot. Oder eine Frage, ob man eben dann entsprechend ein bisschen greedy spielt oder nicht. So, hier ganz normal der einen Reaper. Innovation hat hier nicht SCV scoutet. Wie gesagt, auf der Map ist das auch eigentlich nicht notwendig, weil man die Rampe ja sofort mit seinen beiden Supply Depots zukriegt. Und dementsprechend die Natural natürlich total safe ist. Nach dem einen Reaper, das ist eigentlich wie im TVP, ja, ganz normaler Standard, wenn man da einen Reaper Expand spielt, baut man das Supply Depot, die Barracks, das Gas, den Reaper und danach das CC. Bei ungefähr 300 Minerals schickt man dann den SCV in den Natural und kann dann das CC in den Natural bauen, wie Innovation hier auch. Und baut danach dann einen Reaktor an die Barracks und danach ein zweites Supply Depot und dann kommt eine Factory. Wie gesagt, wenn man zwei Reaper spielt, ist das ein bisschen anders. Dann hat man auch mehr Minerals und spielt eigentlich ein 3CC-Build manchmal. Dann kann man nämlich zwei Reaper bauen, dann die Factory und dann den Reaktor. Sprich, man hat keine Marines. Beziehungsweise keine Early Marines. So, hier geht jetzt Innovation rein, scoutet ein bisschen. Er sieht, dass das Gas gemeint wird und kann sich halt dann entsprechend denken, okay, wie viel Gas wurde gemeint. Hier sieht er auch, dass die Drohnen aus dem Gas gepult werden, also sehr perfektes Reaper-Timing hier von Innovation und dahinter kommt die Factory dann. Wir sehen hier zwei Marines, das ist auch eine relativ stilistische Angelegenheit, ob man zwei oder vier Marines baut. Ist natürlich auch eine Frage, ob man einen Bunker braucht zum Beispiel und so weiter und so fort. Also zwischen zwei und vier Marines, zwischen ein und drei Reaper und dann entsprechend zwischen ja, 4 bis 8 Hellions eigentlich. Sobald die Barracks fertig ist mit dem Reaktor, liftet sie und man macht mit dem SCV, der die Factory gebaut hat, baut man einen Starport und mit der Barracks dann ein Tech Lab. Und sobald der Starport beginnt, baut man dann auch ein Gas und die beiden Hellions. Wir sehen es alles im Production Tab hier. Ist wirklich Standard. Wenn ihr ohne Cloak spielen wollt, was ich eigentlich nicht empfehlen würde, weil Cloak extrem nützlich ist, dann baut ihr eben kein weiteres zweites Gas, dann ältet das erst später mit euren weiteren Barracks und so weiter. Wie gesagt, ist dann die Frage, auf wie viel Banshees man geht. 2 ist eigentlich der Standard, weil das entsprechend auch der Research Time für Cloak ja, entspricht. Und dementsprechend hat sich das Deutschland etabliert, damit der Starport eben nicht idle ist. Cloak immer zuerst erforschen, damit man die Banshees dann auch sofort cloaken kann. Bringt nicht selber eine Banshee in der Main vom Zerker, die schon die ganze Zeit von den Queens gepickt wird. Und wenn sie dann cloakt, ist sie auf orangener oder roter Lebensqualität, sage ich mal so. Dann passt das natürlich nicht, weil sobald man seinen Range von einem Spore-Crawler ist, ist sie sofort tot. Es gibt hier mehrere Optionen, was ihr machen könnt. Im Grunde hat sich es etabliert, dass man
mit Hellion Reaper vorne ein bisschen pressured und mit der Banshee hinten reinfliegt, um zu gucken, was er macht. Man kann natürlich auch, wenn man entsprechend nicht so multitaskingfähig ist, kann man auch einfach die Banshee auf seinen Marine, auf seinen Reaper Hellion einfach drauf rallyen und dann eben ins Scanning Natural setzen oder in die Main, je nachdem, was hier weiter entfernt ist. In dem Fall ist es natürlich dann die Natural. Würde man jetzt Roaches sehen, würde man natürlich mehrere Banshees bauen. Bei 7 Minuten 30 kommt dann übrigens das dritte CC an den Start. Oder eben zwei Barracks. Kann man machen, wie man will und auch je nachdem, was man scoutet. Und danach kommt dann, sobald man 4 bis 6 oder 8 Hellions hat, liftet man dann die Factory, baut den Reaktor, wie man hier sieht. Und dann zwei weitere Barracks und dann eben die zweite Banshee. Holt man sich Stim. Auch ungefähr zur selben Zeit, danach zwei E-Bays und zwei weitere Gars. Und hier sehen wir Innovation Scouted den Leer. Das heißt, er weiß, es sind Mutas, weil so ein früher Leer nicht wirklich was anderes heißen kann, zumal er noch keine einzige Roach gesehen hat und auch keinen Roach One. Ja, das ist eigentlich der Bild bis hierhin. Jetzt weiß er, dass Mutas kommen, wird sich mit Turrets entsprechend vorbereiten und baut dann eben mit der Factory einen weiteren Reaktor. Dann baut man normalerweise mit dem Starport noch einen Reaktor und baut zwei weitere Barracks mit den SCVs, die bereits die ersten beiden zusätzlichen Barracks gebaut haben. Und hat dann eben das normale Setup von einem Reaktor Starport, einem Reaktor Factory und eben vier Barracks mit Reaktoren. Man kann auch einfach eine Barracks an einen Tech Lab setzen. Dann kann man statt einem Marauder auch zwei Marauder bauen. Das ist eigentlich nur abhängig davon, was ihr seht. Hier macht Innovation riesigen Fehler, diese Banshees zu verlieren. Das ist extrem schlecht gespielt, muss ich leider auch als Innovation-Fanboy sagen, zugegebenermaßen. Aber gut, das passiert halt. Dahinter eben die Upgrades und im Normalfall, wie gesagt, geht man danach auf Marines, ein bis zwei Marauder maximal, dann Widow Mines und Medevacs und hat dann eben einen relativ starken, ungefähr 11 Minuten Medevac-Push, mit dem man da ein bisschen Druck machen kann. In dem Fall eben nicht wirklich, weil die Mutas da sind und Innovation hier defenden muss. Aber gut, das passiert halt und ist dann eben nur eine leichte Abwandlung. Der Build ist super gut gegen alle möglichen All-Ins, weil er dafür sorgt, dass man super, super safe ist gegen alle. Roaches sind eigentlich keine Option mehr für den Zerg, weil man eben die Banshees hat und bis die Roaches über die Map gehen, kann man gut, weiß ich nicht, 5 bis 10 im Extremfall wahrscheinlich töten, bis sie mal an der Mainbase sind. Und dann macht natürlich auch keinen Schaden mehr, wenn man dann ein, zwei Bunker hat und zwei, drei Marauder oder sowas, dann ist das halt Piece of Cake. Und man hat Map Control komplett auch gegen Roaches und gegen alles andere auch. Man kann super creepy nein, weil zwei Banshees und ungefähr sechs Hellions plus ein bis zwei Reaper können extrem viel Schaden gegen drei, vier Queens machen und den Creep Spread halt super denyen. Und ja, ansonsten hat man halt seinen Tech ein bisschen delayed, sprich seine Upgrades und seinen Medevac-Push und sowas. Aber das macht eigentlich nichts, denn der Zerg muss dasselbe tun, weil er ansonsten erstens einfach gegen Hellion Banshee stirbt, wenn er keine zusätzlichen Linge baut zum Beispiel. Oder weil er entsprechend einfach, ja, er braucht halt, er hat halt ansonsten keine Detection, ist glaube ich der Punkt, den ich machen will. Er braucht Spore-Crawler, er braucht Overseer und es kostet ihn alles. Minerals und Gas und so weiter und das würde halt alles dann nicht haben für sein Tech, deswegen ist sein Tech dann auch delayed. Ja. Dementsprechend kommt man dann plus minus bei 0 raus. Beide müssen ihren Tech delayen und beide haben dann entsprechend späteren Tech auf dem Feld und somit ist man dann halt nur im Vorteil, weil man natürlich die Banshees hat und eben nicht mehr in Early Pushes stirbt. Ja, das wär's dann von mir. Hier, jetzt geht's ins ganz normale Midgame. Wie gesagt, ihr könnt das ganze Spiel, sowie die anderen Spiele auf YouTube finden. Ich werde sie euch auch linken, in der Description hier. Und ansonsten könnt ihr mich noch finden, nämlich auf Twitch. Dort streame ich jetzt wieder relativ regelmäßig. Und ihr könnt mich natürlich auch auf meinem Blog finden, forsakenxe.de. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder andere Video-Wünsche, Anregungen, Kritik, Feedback und den ganzen Kram, schaut einfach auf meinem Twitter-Account /ForsakenXE vorbei oder auf Facebook /ForsakenXE. Und ja, dann sehe ich euch dort oder auf meinem Stream und vielleicht beim nächsten Video. Also, macht's gut, viel Spaß mit dem Bild und viel Erfolg in Edda. Ciao, ciao.